Hallo, willkommen im Michas Blog YouTube Kanal. Heute möchte ich euch meine neue Heckenschere vorstellen, die Stihl HLA 56. Die soll meine bisherige Heckenschere, die Einhell HSC 500, ersetzen. Die habe ich schon seit gut 20 Jahren im Einsatz. Wie man sieht, die HSC 500 ist kabelgebunden. Und hier meine neue HLA 56, die arbeitet natürlich fortschrittlich mit einem Akku. Warum das Ganze? Ja, wie ihr seht hier, ich habe eine sehr, sehr große, lange Hecke. Ja, die hat so fast 40 Meter Länge, wenn man hier schaut. Und ja, hier an der Stelle ist so gut 2 Meter hoch, mindestens. So, wenn wir jetzt weitergehen, könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen, was das für eine Herausforderung ist, weil hier vorne an der Straße, es geht ewig lang, ja, habe ich eine Höhe von, wenn ich meine Hand ausstrecke, hier oben seht ihr ja, das sind gut 2,50 Meter. Ja. Und ja, wie schneidet man sowas mit einer gewöhnlichen Heckenschere? Könnt ihr euch ja vorstellen, bei der einen Heckenschere muss ich dann halt eben ein Kabel über die Hecke nach draußen legen und eben auf einer Leiter arbeiten, um es auch oben zu schneiden. Ja. Weil ihr kommt ja gar nicht sonst oben hin. Wie ihr seht, nochmal die Abmessung von oben. Da sieht man nochmal wirklich, wie extrem viel das ist und wie lang die Hecke ist. Ja, also wirklich bis ganz hinter das Haus. Ich hatte so oben auch schon mal fast um 1 Meter gestützt, weil es eigentlich auch mit der Leiter gar nicht mehr zu bewerkstelligen war. Anfangs war ich auch zufrieden damit, als wir das Haus gekauft haben. Da war die Hecke noch niedrig, aber wir wollten die halt höher haben, wegen der Straße, dass halt eben der Lärm nicht so durchdringt. Und ja, und bei der hohen Hecke von 2 Meter innen und 2,50 Meter außen, war es dann mit der Schere immer sehr schwierig. Man musste auf die Leiter steigen und da wirklich freihändig arbeiten. Und das ist auch relativ gefährlich und deswegen musste eine neue Heckenschere her. Die Einhellschere, die schafft 3200 Schnitte pro Minute. Das war übrigens der Grund auch noch, warum ich so eine Akkuschere eigentlich erstmal nicht haben wollte, weil die teilweise nur bis 2000 Schnitte schaffen. Und außerdem sollte es auch eine Teleskopheckenschere sein. Und bei Stihl gibt es eben Modelle und auch bei Husqvarna, die können tatsächlich auch bis zu 3000 Schnitte und mehr leisten. Ja, also genauso wie eine elektrische Heckenschere. Bei den Husqvarna Heckenscheren habe ich dann schon viel darüber gelesen, dass die Probleme haben mit Ausfällen des Öfteren. Und da wir hier im Nachbarort Dieburg die Stihl-Vertriebszentrale haben, dachte ich mir, ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so schlecht, dann eben das Gerät von Stihl zu kaufen. Und das packen wir jetzt einfach mal aus. Im Lieferumfang ist natürlich erst einmal die Anleitung enthalten, hier für die HLA 56 und nochmal so eine kombinierte Anleitung für Ladegeräte von Stihl, aber eben auch für unser AL 101. Ich habe sie mir zusammen im Set bestellt, weil es gibt die zwar auch einzeln, aber ich wollte natürlich auch gleich den Akku dazu haben. Und zwar arbeitet die Stihl hier, die HLA 56, mit dem AK-System. Das AK-System ist das System mehr so für den Privatanwender. Es gibt auch noch größere Stihl-Modelle, die eher mehr so für die Profis gedacht sind. Das hier ist sozusagen die günstigste Teleskop-Heckenschere für den Privatbereich, die man so schon für 300 Euro im Komplettset bekommt. Es gibt hier insgesamt 3 Akkugrößen, und zwar den AK-10, den AK-20 und den AK-30. Bei dem hier handelt es sich um den AK-20. Der hat eine Laufzeit von 100 Minuten, der AK-10 nur 50 Minuten, also die Hälfte, und der AK-30 mit 120 Minuten nur wenig mehr, sodass man eigentlich hier das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Und deswegen hat Stihl den wahrscheinlich auch mit dazu gepackt. Der Unterschied zu den Akkus der Profiserie ist natürlich, dass die nochmal ein bisschen leichter sind und teilweise auch noch höhere Kapazitäten bieten. Aber hier für den Privatanwender reicht der vollkommen aus und der ist auch schon recht schwer. Das habt ihr hier denn das Ladegerät, das AL101. Das ist kein Schnelllader, ja, eben auch der Nachteil dieser privaten Serie. Wenn ihr damit den AK20 laden wollt zum Beispiel, dauert das 150 Minuten, beim AK10 80 Minuten und beim AK30 sogar 205 Minuten. Also schon sehr, sehr lange. Vergleiche das mit der Profi-Serie, wo zum Beispiel das HSA 85 so gehört, da ist das AL300 dabei. Mit dem könnt ihr den kleinen Akku in 50 Minuten, den mittleren in 55, den großen in 75 Minuten laden, was deutlich schneller funktioniert und die Akkus sind auch ein bisschen leichter. Wie ihr schon seht, die Heckenschere ist zweiteilig. Das heißt, ihr könnt die sozusagen auseinandernehmen und zusammenstecken. Das ist ein relativ einfaches System. So könnt ihr es auch super aufbewahren. Dabei ist auch hier so ein Wandhalter. So könnt ihr den Halter hier einfach an der Wand befestigen mit den beiligen Schrauben und eben die einzelnen Teile der Heckenschere platzsparend an die Wand hängen.
Hier in der Plastiktüte befindet sich der Haltegriff und die dazugehörigen Befestigungsteile, weil der Haltegriff wird quasi dann hier an die Teleskopstange geschraubt. Die Verpackung finde ich im Übrigen relativ gut gelöst, weil man kann die Teile hier einfach so zurückklappen und schon hat man alles aus dem Verpackungskarton befreit. Bevor wir die Heckenschere dann zusammenbauen, laden wir erstmal den Akku und der wird hier einfach oben so reingeschoben und dann fangen hier schon so einige LEDs an zu blinken und wie ihr seht, der Akku ist jetzt tatsächlich auch leer. Das heißt, wenn eine LED blinkt, dann bedeutet das, dass der Akku 0-20% geladen ist. Leuchtet die LED dauerhaft, dann haben wir eine Ladung von 40%. Die zweite LED signalisiert die 60%, die dritte die 80% und die vierte signalisiert dann die volle Aufladung zu 100%. Und das dauert jetzt erstmal eine Weile. Wie funktioniert das Ganze? Ja, ihr nehmt einfach hier die beiden Teile und steckt die so zusammen. Und dann arretiert ihr das mit der Schraube hier. So. Und das war's auch schon. Das Lösen ist genauso einfach wie zusammenstecken. Ihr dreht einfach die Schraube nur so ein bisschen auf, bis sie wieder lose ist. Ihr könnt sie übrigens auch in die andere Richtung wieder festdrehen. Das geht auch. Die Mittelstellung ist sozusagen zum Lösen gedacht. Und dann könnt ihr das Ganze hier wieder so einfach auseinanderziehen. Vielleicht noch ein paar Worte zu den technischen Daten, bevor wir loslegen. Wie gesagt, die Gesamtlänge beträgt 2,10 Meter. Aber ihr könnt hier nochmal so eine Schaftverlängerung kaufen, die liegt so bei 30 Euro. Und mit der könnt ihr die Länge nochmal um 50 cm erweitern, sodass ihr eine Arbeitslänge habt von 2,60 Meter. Bei dem Profi-Modell, ich sage es mal in Anführungszeichen, das HLA 65, ja, habt ihr die gleiche Arbeitshöhe, könnt die aber nicht verlängern. Ja, die ist halt nur so, wie mir das auch Stiel mal gesagt hat am Telefon, weil ich mal nachgefragt habe, wie sind die Unterschiede eigentlich. Die ist halt eben für den Profi-Einsatz getestet. Die könnt ihr halt 8 Stunden am Tag durchgehend laufen lassen. Ja, und die kann vielleicht aus 5 Meter Höhe auf den Boden fallen, ohne dass was kaputt gehen darf. Und die hier vielleicht nur aus 3, nur mal so als Beispiel. Bei der HLA 65 zahlt ihr dann schon 400 Euro fürs nackte Gerät, ja, im Gegensatz zu 300. Und mit Akku und Ladegerät kommt ihr dann locker mal auf 500 Euro und mehr. Und bei der HLA 85, da geht es bei 400 Euro fürs nackte Gerät los. Da habt ihr dann zwar so ein Teleskop dabei, um die auszuziehen, aber die ist auch nochmal deutlich schwerer. Und mir war das Gewicht auch wichtig, denn bei der HLA 85, da seid ihr schon bei 4,4 Kilo. Also nochmal deutlich mehr. Wie erwähnt, die Hubzahl beträgt 2800 und kommt schon so gut an kabelgebundene Geräte heran. Wir können bis zu 16 mm dicke Äste schneiden. Das ist jetzt nicht extrem viel, aber für so eine Schere auf jeden Fall ein guter Wert. Die Verarbeitungsqualität kann man das wirklich sehr gut bezeichnen, weil das Gehäuse ist ja sehr, sehr stabil, fühlt sich das an und alles sehr wertig und hat auch keine scharfen Kanten. Ja, und ja, als einfach sehr massiv. Ja, ihr könnt ja den Winkel eben auch in verschiedenen Positionen verstellen. Das zeige ich euch gleich. Wie jede vernünftige Heckenschere habt ihr natürlich hier auch so einen Schutz fürs Sägeblatt. Und man sieht also hier schon, wenn man sich das anguckt, ja, das ist wow, extrem scharf. Wo ich Bedenken hatte, ist bei der Länge des Sägeblatts. Da hat die Stiele HLA 56 45 cm, wohingegen das Einstiegsmodell für Profis HLA 65 bei 50 cm liegt und meine Einhell eben auch 50 cm hat. Aber wenn ihr mal schaut, das ist nicht wirklich viel und das wird sich auch beim Arbeiten kaum bemerkbar machen. Hier ist auch nochmal so ein Schutz dran, der verhindert, dass man mit den Zähnen halt irgendwo drankommt, wo man nicht drankommen soll. Das gibt es hier bei der alten Säge schon mal gar nicht. Und wie gesagt, es wirkt alles nochmal deutlich besser verarbeitet, wie bei der Einhell, muss man einfach so sagen. Die Bedienung gefällt mir richtig gut. Und zwar, ihr habt hier drei Schalter. Das hier ist der sogenannte Entsperrhebel, den drückt ihr nach vorne. Dann habt ihr hier so einen Ergo-Schalter, den müsst ihr auch nochmal runterdrücken mit einem Handballen. Und hier unten ist dann der Einschalter. Und wenn ihr den gedrückt habt, dann könnt ihr alles loslassen. Das heißt, ihr habt quasi hier nur unten noch den Schalter zu drücken, während ihr arbeitet. Das finde ich praktisch. Und wenn ihr dann den Schalter unten loslasst, springt der wieder zurück und ihr müsst halt wieder so einschalten. Ja? Das ist sehr einfach, sicher und auf jeden Fall besser als bei meiner Einhellsäge, weil dann liegen ja die beiden Schalter sehr weit auseinander und ich muss beide gedrückt halten und hier brauche ich nur eine Hand, um das Gerät eingeschaltet zu lassen. Das Zusammenbauen ist ein bisschen tricky, weil, wenn ihr das hier so reinschieben wollt, würdet ihr merken, das geht gar nicht, ja, weil das hier breiter ist, das Teil, als eben hier der Griff. Das müsst ihr euch dann hier so schräg reinsetzen, so zuerst und dann reindrücken. Und jetzt sitzt es auch wirklich bündig drin. Dann legt ihr die Unterlegscheiben, setzt die auf die Schrauben drauf, schiebt die hier durch von beiden Seiten, könnt dann hier das Ganze am Griff festmachen, da wo ihr halt eben das Griffstück haben wollt.
setze das dann so oben drauf. Dann die Muttern aufschrauben. Das ist natürlich auch blöd. Hier habt ihr einen sehr geringen Aktionsradius. Wenn ihr deinen eigenen Torx habt, mit so einer Ratsche, ist es wahrscheinlich besser, wenn ihr die nehmt. Ja. Um das Ganze dann letztendlich anzuziehen, müsst ihr dann hier doch zum Kontern mit einem 10er Maulschlüssel ran. Sonst funktioniert das Ganze nämlich nicht. So, nicht zu fest zu drehen, dann will er nichts kaputt machen. Ja, so ist der Griff fest. Ja, hält. Ihr könnt das Sägeblatt von minus 45 bis 90 Grad verstellen, indem ihr die beiden Knöpfe hier zusammendrückt. Feste, und müsst auch ein bisschen Kraft aufwenden. Dann einmal so. Das ist zum Beispiel die optimale Position, wenn ihr Bodendecker schneiden wollt, ja. Oder aber, wenn ihr das so verstellt, geht es bis 90 Grad. Das ist zum Beispiel optimal, wenn ihr Hecken oben schneiden wollt. Ja, zeige ich dann auch gleich im praktischen Einsatz. Wobei man bei Hecken nicht so nah an der Hecke stehen sollte, aus ergonomischen Gründen, sondern vielleicht das dann eher so einstellt, ja, und dann mit Abstand die Hecke schneidet. Zu den Rastpositionen, ne, habt ihr einmal hier eine, dann habt ihr hier noch eine Rastposition, noch eine und noch eine letzte. Das gleiche auch hier, aber natürlich dann weniger. Hört schon auf, also da seid ihr recht flexibel, ne? Also ihr müsst nicht mit zwei Winkeln arbeiten, sondern ihr habt tatsächlich nochmal deutlich mehr Unterteilungen. Der Ladevorgang ist dann beendet, wenn die LEDs alle aus sind. Den Ladezustand kann man prüfen, indem man dann hier auf diesen kleinen Taster hier drückt. Dann sieht man, alle vier LEDs leuchten, der Akku ist 100% geladen. Ja, das heißt, es kann jetzt losgehen. Der Akku wird einfach hier so eingeklipst. Und wenn ihr ihn rausnehmen wollt, den Akku drückt ihr einfach hier drauf und dann springt er schon nach draußen. Noch etwas zum Akku. Ihr könnt die Heckenschere einfach hier so auf den Boden stellen, ohne dass der Akku beschädigt wird. Das liegt daran, dass das Gehäuse gar nicht bündig mit dem Akku abschließt, sondern weit darüber hinaus steht. Und deswegen könnt ihr das einfach am Boden abstellen, ohne dass der Akku beschädigt wird. Natürlich bleibt die Heckenschere nicht alleine so stehen, sondern ihr müsst halt dann schon irgendwo annehmen. Wie ihr seht, die Heckenschere hat eine gute Balance hier, ne? Wenn ihr so haltet mit einer Hand, bleibt die so in der Hand liegen, ohne dass sie links oder rechts runterkippt. Und beim Schneiden habt ihr natürlich dann auch entsprechend eine gute Balance, wenn ihr halt so arbeitet. Ja, könnt ihr also wirklich ohne Anstrengung schneiden. Wenn ihr oben die Hecke schneidet, dann müsst ihr das so halten, also hier quasi am Griff. Ja, und dann eben mit ausreichend Abstand zur Hecke. Das heißt, ihr habt die Messer auch nicht mit 90 Grad angewinkelt. Ja, wie man es in manchen Videos sieht, dass man so direkt an der Hecke entlang geht, sondern eher mit ein bisschen Abstand. Ja, und jetzt gehen wir los und schneiden unsere Hecke. Was ich auch geil finde, ist hier an dem Apfelbaum, musste ich ja dahinter schneiden. Und ihr seht, da ist überhaupt kein Platz eigentlich. Da musste ich vorher einmal mit der Heckschere dahinter kriechen, sozusagen, ja, um da überhaupt schneiden zu können. Und jetzt stecke ich die einfach da in den Spalt rein und kann da ganz gemütlich schneiden, ohne dass ich mich irgendwie verrenken muss.
So, wir sind jetzt durch, wie ihr seht. Ich zeige euch mal, was ich alles abgeschnitten habe. Hier drin nicht so viel, weil hier drin wollte ich es nicht so stark einkürzen. Dann hier, wie gesagt, 180 Quadratmeter hat das Ganze hier. Und natürlich überall auch in der Höhe gestutzt. Hier auch noch den Sommerflieder. Und dann hier geht's weiter. Hier ist schon einiges mehr hier draußen. Da war schon sehr, sehr notwendig. Ja. Und hier seht ihr schon. Ja. Ist jetzt nicht ganz 100% geschnitten. Ja, man sieht da schon noch so ein paar Unregelmäßigkeiten, aber ich bin echt zufrieden. Und ihr seht, ja, es ist eine lange, lange Strecke. Es sind, ja, denk mal hinten mit der Ecke, fast 40 Meter und 180 Quadratmeter, wie schon gesagt. So, jetzt schauen wir mal, was der Akku macht. Da bin ich natürlich sehr neugierig. Und der Akku, der hat noch 2 Striche. Krass, oder? Das heißt, wir müssen noch gar nicht aufhören, wir können weitermachen, weil da vorne ist nämlich noch so eine riesige Eibe und die ist auch echt hoch und da kommt man so scheiße schlecht ran. Und die hatte ich bisher deswegen auch ungern geschnitten. Ja, und die machen wir jetzt als nächstes noch. Wenn wir noch Akku haben, machen wir natürlich auch leer. Das Schnittbild ist auch okay, wie man hier sieht. Ja, also schneidet schön glatt die Äste durch. Hier war ich jetzt gut eine halbe Stunde unterwegs. Jetzt schauen wir mal, was der Akku noch sagt. Ja, ja, und der hat immer noch 2 Striche. Ich denke, 30% werden es schon noch sein, weil der zweite Strich war ja schon vor dem Schneiden der Eibe da. Also ich denke mal, da werden wir jetzt kurz vor dem ersten sein. Das heißt, wir haben jetzt noch 20% nach 180 Quadratmeter Hecke, 40 Meter lang und nochmal so eine Eibe haben wir auch geschnitten. Ja, und hätten immer noch Reserven. Also der Akku, der reicht locker aus. Also ich finde den absolut genial. Und so schaut dann das fertige Ergebnis aus. Die Eibe habt ihr ja schon gesehen. Hier seht ihr, was an Müll angefallen ist. 4 Säcke voll, 2 große und 2 kleine. Und die fahren wir jetzt zur Biosammelstelle. Zum Reinigen habe ich das einfach noch mal kurz so ein bisschen wie die 40 hier genommen. Ja, das kann man eben Discounter kaufen, sprühen das Ganze ein. Ja. Schön gründlich. Und dann schalten wir einmal kurz die Schere ein. Dann kann man eventuell, wenn man will, noch mit einem Lappen drüber gehen. Und schon ist sie gereinigt. So, damit ihr seht, wie das mit dem Halter funktioniert, habe ich den gleich schon mal angeschraubt. Ihr könnt dann einfach hier die beiden Teile in den Halter so einhängen. Zum Beispiel den hier dann eben so. Ja, sitzt der fest. Oder auch so rum besser. Und dann das Sägeblatt mit dem Motor. Ja. Und dann sieht das Ganze dann so schön aufgeräumt aus. Wenn ihr euch wundert, warum in der Mitte was frei geblieben ist, das ist für das Verbindungsstück. Falls man das noch braucht und sich bestellt, kann man das da auch schön reinhängen. Ja, ist eine saubere Sache, ist schön aufgeräumt und nimmt wenig Platz weg. So, kommen wir jetzt vom Fazit zur Stihl HLA 56. Und zwar, ja, was gefällt mir? Mir gefällt die Akkulaufzeit. Wie ihr seht, wir haben hier noch, ja, 2 Striche, obwohl ich 90 Minuten damit gearbeitet habe, mindestens, ja, eine Hecke von 40 Meter Länge,
ja, auf beiden Seiten geschnitten, oben geschnitten, ja, also wir kommen so gut auf 180 bis 200 Quadratmeter. Dann habe ich diese, ja, ziemlich sperrige und große Eibe geschnitten und sie geht wirklich hier mit den super scharfen Messern da auch butterweich durch, auch bei etwas dickeren Ästen über einen Zentimeter schafft sie das also auch problemlos, ja. Also wirklich ohne Anstrengung. Ich meine, die Arme werden schon schwer mit der Zeit. Vielleicht wäre so ein Tragegurt nicht schlecht. Und bei der Eibe hätte auch eine Verlängerung, denke ich, gut getan, weil sonst hätte ich nicht auf die Leiter gehen müssen. Aber bei der Einhell-Heckenschere, ja, wäre ich auch mit der Leiter nicht oben dran gekommen, ja. Da hätte ich mir was anderes überlegen müssen. Die war einfach schon zu hoch. Dazu kommt, dass da halt einfach auch recht leise ist, wie ihr gehört habt. Sie ist nicht wirklich sehr laut, ja. Und man ist einfach unheimlich flexibel. Man kann mit Bodendecker schneiden, ja, dadurch, dass man halt hier den Winkel verändern kann von minus 45 bis 90 Grad, ja, könnt ihr ohne direkt an der Hecke zu stehen, sondern mit ein bisschen mehr Abstand, wo ihr auch seht, was ihr tut, ja, einfach wunderbar angewinkelt die Hecke auch oben schneiden. Meine Hecke ist schon sehr breit, das heißt, da müsst ihr dann eben schon von beiden Seiten ran, weil das Messer halt mit 45 cm natürlich jetzt nicht super lang ist, aber auch mit 50 cm müsstet ihr das, weil einfach bei einer Breite von 1 Meter hilft einem das auch nicht wirklich weiter. Ja, der Griff und auch hier das Handling ist ergonomisch, weil es auch hier einen sehr guten Schwerpunkt hat. Ja, es ist sehr gut ausbalanciert. Wenn man sie hier so in der Mitte trägt, kann man sie wirklich so wunderbar auch durch die Gegend tragen, wenn man arbeitet. Man hat kein Kabel, was nervt. Ja, muss nicht ständig irgendwie das Kabel umlegen, weil das war bei mir auch oft der Fall. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ich bin also deutlich schneller fertig geworden. Wie gesagt, also deutlich unter, ja, 2 Stunden, so vielleicht 1,5 Stunden, inklusive der Eibe, ja, und mit der Einhellschere und der Leiter und dem ständigen Hinherlegen des Kabels, ja, habe ich teilweise da 3 Tage für gebraucht. Also ich würde mal sagen, in Stunden ausgedrückt, eher so 4 Stunden bis 5 Stunden oder länger. Das heißt, man kann also schneller damit arbeiten. Vor allen Dingen nach dem Arbeiten mit der kabelgebundenen Heckenschere hatte ich immer übel Rückenschmerzen. Ja, hier habe ich keine Rückenschmerzen. Hier tun mir halt die Arme ein bisschen weh. Also es ist schon, ja, für die Arme sehr anstrengend, die so lange zu halten. Aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm wie Rückenschmerzen. Und das wird nach ein paar Tagen auch wieder vergehen. Auch die Bedienung hier mit einer Hand ist kein Problem. Bei der alten Kettensäge muss man ja immer 2 Taster gedrückt halten. Hier schalten wir die einfach nur ein. Ja, und kann im Prinzip dann nur noch hier unten mit dem Taster die Heckenschere eingeschaltet lassen. Nicht zuletzt ist natürlich auch die Aufbewahrung hier super, wie ihr seht. Man kann sie dann einfach wieder nach der Arbeit auseinanderbauen, gegebenenfalls dann an den Wandhalter hängen, ja, der auch schon mitgeliefert wird. Der Schnittschutz hier ist auch super, weil dadurch kann man eben auch an so einer Wand entlang schneiden, ja. Und ja, und selbst wenn man beengte Verhältnisse hat, ist man auch noch relativ flexibel. Ja, also man braucht keine normale Heckenschere mehr, wenn man diese hier hat. Man muss keine 2 Heckenscheren haben. Die hier, die reicht vollkommen aus. Was mir nicht so gut gefällt, ist die Ladezeit. Die ist dann schon recht lang. Aber die lange Gebrauchszeit macht das ja wieder wett. Ja, weil wenn ich damit komplett hier meine Hecken alle schneiden kann, dann stört mich die lange Ladezeit nicht, weil ich bin jetzt fertig. Ich kann den Akku einfach wegstellen. Aufgeladen sollte man eh nicht lagern. Ich lasse ihn jetzt so mit 1 oder 2 Strichen einfach liegen. Und wenn ich weiß, ich schneide wieder Hecke, dann lade ich ihn komplett auf. Das ist einfach besser, als ihn vollgeladen zu lagern. Das schadet so einem Akku nämlich. Solltet ihr nicht tun. Ja, im Großen und Ganzen kann ich einfach sagen, ich kann diese Heckenschere, die Hale A56 von Stihl, absolut empfehlen. Ihr braucht nicht das größere Modell, die 65 oder 85, die reicht vollkommen aus. Man kann super bequem damit arbeiten. Ja, für den Hausgebrauch ist es mehr als genug. Ja, ich freue mich, wenn euch meine kleine Vorstellung zur Stihl-Hale A56 gefallen hat. Habt die unten auch verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal unterstützt. Wenn ihr die kaufen wollt, die immer mal einen Link bestellt, kostet euch auch nicht mehr. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Kritik und Anregungen habt, könnt ihr die gerne in Form von Kommentaren hinterlassen. Und an der Stelle bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.